Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal. Heute nehmen wir euch mit zu einer kleinen Radtour oder zu einer mittleren Radtour. Und zwar haben wir vor, heute die Rosentour zu fahren. Wir haben beides die Rosentour bisher noch nie gemacht, aber sind schon mehrere Teilstücke der Tour abgefahren. Heute wollen wir die ganze Tour mal machen. Mit dabei ist meine Frau, die filmt mich auch gerade, und die Sony A7 III. Ich habe auch noch eine GoPro dabei, und zwar die Hero 5. Und habe auch noch die Sony, die RX 100 Mark 5 mit dabei. Wir stehen jetzt aktuell zwischen Heiligenzimmern und Grul und fahren jetzt Richtung Haigerloch. Im Grunde beginnt die Tour in Haigerloch, und zwar in der Unterstadt. Dort gibt es auch mehrere Sehenswürdigkeiten, die wir euch nachher zeigen noch, was es da alles zu sehen gibt. Zum einen ein Atomkellermuseum, zum anderen gibt es aber auch ein tolles Schloss in Haigerloch, wenn man es bewundern und anschauen kann, und noch eine recht schöne Altstadt. Die Rosentour hat den Namen daher, weil sie letztendlich zwei Städte miteinander verbinden, die beide sehr viel mit Rosen zu tun haben und die beide zwei exklusive Rosengärten haben. Zum einen ist es Haigerloch, auch Felsenstadt genannt, die einen schönen Rosengarten haben, und zum anderen ist es die Stadt Rosenfeld, die letztendlich entgegengesetzt liegt, und auch die haben einen recht neuen, erst letztes Jahr eröffneten Rosengarten. Wir werden verschiedene Teilorte durchfahren. Wir werden Heiligenzimmern, wir werden Grul, wir werden Owingen, wir werden Erlaheim, wir werden Binsdorf, wir werden Biggesberg, wir werden Isingen und natürlich die zwei Städte, Haigerloch und Rosenfeld, mit jeweils diesen angesprochenen Teilgemeinden werden wir durchfahren. Unterwegs zeigen wir euch immer wieder ein paar Impressionen. Wir machen auch immer wieder Videos, und ich hoffe, ihr habt Lust, die Tour dann mal nachzufahren. Geht raus, nutzt das tolle Wetter. Wir haben heute Mitte Oktober und sind mit kurz unterwegs, haben vom Prinzip her noch fast 25 Grad und extrem warm. Und deshalb hat es sich wirklich gelohnt, heute die Räder auszupacken. Hinter uns sieht man auch die Räder, und noch eine tolle Tour zu machen. Wie gesagt, wir melden uns immer wieder von der Tour, und jetzt geht es aber mal los. Gestartet haben, sondern in der Nähe von Heiligenzimmern, kommen wir jetzt zum ersten Anstieg. Für euch, wenn ihr die Tour in Haigerloch startet, ist der letzte Anstieg. Da geht es hoch auf die Höhe über Haigerloch, bevor es dann runter geht in die Unterstadt von Haigerloch und damit zum eigentlichen Ausgangspunkt der Tour. Wie gesagt, wir haben jetzt den ersten Anstieg. Man kann es auch hören. Es geht halt ein paar Höhenmeter hoch. Ich schätze mal, so circa 50, für mehr wird es nicht sein. So, wie ihr seht, sind viele Wege geteert. Also nicht nur Schotterwege, sondern wir haben auch geteerte Wege. Viel über die Flur bei der Tour. Traumhaftes Wetter, haben wir schon ein paar Mal gesagt. Aber immer wieder toll, wenn man Mitte, Ende Oktober noch solche Touren machen kann, und vor allem kurz, also ohne lange Hose, ohne lange Oberteil. Einfach genial. Wie ihr seht, keine Wolke am Himmel. Tolle Herbstfarbe und bisher sehr tolle Tour. Jetzt sind wir am ersten Rosengarten anbelangt, und zwar der in Haigerloch. Für euch wäre es dann der letzte Rosengarten, wenn ihr die Tour von unten her macht. Wir sehen hier den Eingang, auch die Öffnungszeiten bis Ende Oktober ist schon offen. Natürlich muss man eins sagen, wenn ihr schöne Rosen sehen wollt, dann wäre es jetzt der falsche Zeitpunkt. Da ist natürlich im Frühjahr, Sommer wesentlich besser.
Rosa anzuschauen. Dennoch blühen auch jetzt noch einige. Ich zeige es euch mal. Also sind einige noch am Blühen. Sehr schöner Garten. Aber leider der erste große Negativpunkt der Tour. Man glaubt es nicht, aber die, die die Tour ausgeschildert haben, die haben letztendlich den Weg gar nicht an den Rosengarten vorbeigeführt, sondern wir wären letztendlich an dem Rosengarten einfach vorbeigefahren. In der Entfernung von 50 Meter hätte die nicht mal gesehen, wenn wir nicht ortskundig gewesen wären. Also das ist sehr schlecht. Das heißt, der eigentliche Radweg, der Rosengarten-Tourweg, der Rosenweg, führt gar nicht an diesem Rosengarten vorbei, sondern wird direkt jetzt in die Stadt reingehen, Richtung Unterstadt und nicht am Ortsrand. Ihr müsst also, bevor ihr nach Haigloch reinfährt, müsst ihr euch rechts halten und dann kommt ihr an dem Rosengarten vorbei. Es ist auch nicht wirklich ein großer Umweg, also man hätte es machen können, auch über den Feldweg wäre es hier möglich gewesen, direkt an den Rosengarten herzufahren. Also man fragt sich hier diejenigen, die die Tour ausgeschildert haben, ob die wirklich auch mal abgefahren sind. Wir gehen jetzt weiter Richtung Unterstadt. Hinter mir sieht man jetzt das Schloss Haigerloch. Wir sind jetzt in der Unterstadt angelangt. Jede Menge los heute natürlich bei dem Wetter. Hier findet man auch das Atomkellermuseum zum Beispiel. Das Schloss Haigerloch, wie ihr oben seht. Man hat auch immer wieder einen schönen Blick zur Eyach, im kleinen Fluss. Es gibt einen Kaffee, man kann auch gut essen hier unten. Also wie gesagt, sogar Hotels sind hier in Haigerloch. Kann man nur empfehlen. Aber auch hier gilt, wenn ihr die Unterstadt bzw. die Oberstadt runterkommt, dürft ihr nicht dem Radweg folgen, sondern müsst zuerst links, sodass ihr auch wirklich an die Sehenswürdigkeit kommt. Ansonsten lasst ihr die links liegen und fahrt weiter auf dem Radweg. Also hier hätte ich auch ganz gerne einen Hinweis gewünscht, dass die Tourenfahrer, wo den Radweg auch fahren, dass sie wirklich wissen, wo sie hin müssen. Vor Ohrwingen kommt eine extrem steile Rampe, welche ihr kurz hoch müsst. Also da kann man fast schon empfehlen, mal kurz das Rad zu schieben. Schotterweg nicht einfach zu fahren. Nachdem man aus Haigerloch rauskommt, muss man leider zwei Kilometer auf einer sehr stark befahrenen Straße fahren, bevor es dann wieder auf Nebenstraße weitergeht, beziehungsweise auf Feldweg. Vielleicht ein kleines Manko oder Tour. Wir gehen jetzt hier weiter, wir sind jetzt kurz vor Ohrwingen. Und in Ohrwingen geht es dann hoch Richtung Warenberg. Das ist mit auch der längste Anstieg der Tour. Ich würde mal sagen, so zwischen 100 und 150 Höhenmeter. Auch dort brauchen wir ordentlich Power und soll es in Ruhe angehen.
here we are, driving narrow streets in a rusty car, leading to the sea, think we're getting close. We should take a pic, baby, strike a pose. I remember every day that I spent right here with you. Yeah, you are the one who makes me feel as good as I do. Baby, I wanna still act like we are 22 right now. Just let go, lose control, play songs on the radio too loud. So langsam kommen wir heute auch in Schwitzer. Bei dem Wetter, wie gesagt, fast 25 Grad. Wir sind jetzt in Erlaheim angekommen, beziehungsweise in der Nähe von Erlaheim. Hinter mir sieht man schön, welches auf den Bezirksimkerverein hinweist. Und hier gibt es auch einen Lehrpfad, einen Baumlehrpfad. Da kann man verschiedene Obstbäume kennenlernen. Man sollte sich auch hier etwas Zeit nehmen, wenn man auf der Tour ist. Allgemein sollte man den Zeitbedarf von der Tour doch recht hoch einschätzen. Es ist sehr fordernd, das heißt, wir haben immer wieder sehr viele Wellen drin. Flach ist fast gar nichts, Schotterwege, Teerwege, auch Straße dabei und sehr viele Dinge, wo man entlang des Weges anschauen kann. Wegen dem empfehlen wir wirklich genügend Zeit mitzubringen. Bisher war die Ausschilderung wirklich top, also Verfahren haben wir uns nicht, außer ein Schild. Ein Schild war abmontiert wegen einer Baustelle bzw. wegen Waldarbeiten, aber ansonsten war die Tour wirklich gut ausgeschildert. Pause in Rosenfeld beim Sophienbad. Zwei Schwimmbäder sind auf der Tour, zum einen in Heigeloch, zum anderen in Rosenfeld. Und damit kann man sagen, eignen sie sich auch sehr gut mit Kindern, wenn es ja anstrengend ist. Aber man könnte natürlich immer mal wieder einen kleinen Abstecher in das Schwimmbad machen und so eine kleine Auszeit nehmen, eine Pause einlegen und sich auch abkühlen. Auch bei beiden Städten gibt es immer in der Nähe des Schwimmbads einen Wohnmobilstellplatz. Ich zeige euch mal, hier hinter mir sieht man jetzt den Wohnmobilstellplatz von Rosenfeld. Sogar drei Wohnmobile hier, also auch das ist möglich. Man hat hier auch Möglichkeiten, wirklich mit dem Wohnmobil zu halten und dann die Tour zu machen. Bei uns geht es jetzt weiter Rosenfeld. In Rosenfeld gibt es natürlich auch einen Rosengarten, wobei wir gespannt sind, ob man hier an dem Rosengarten vorbeikommt oder ob das letztendlich auch wieder nur vorbeiführt und man nicht richtig rankommt, sagen wir euch natürlich nachher dazu. Weiter geht der Weg dann Richtung Bickelsberg und dann wieder zurück, Berg runter nach Heiligenzimmern, Buhl und Heigeloch. So, kurz vor dem Ziel, vor unserem Ziel. Hier hinter mir sieht man jetzt Heiligenzimmern, Blick auf Heiligenzimmern. Wollen wir noch ein kleines Resümee machen von der Tour heute. Also zum einen, was die Beschilderung anbelangt, hatten wir zweimal Probleme. Einmal war gar kein Schild vorhanden, weil unter diesen großen Schildern immer ja die kleinen Schilder hängen, wo die Rosentour beschrieben ist und da hat das kleine Schild gefehlt.
Das war eine Kreuzung oben auf der Höhe, wenn man quasi nach den Steinen Furthöfen auf der Höhe oben ist und wieder zurückfährt Richtung Rosefeld. Und die andere Beschilderung, die schlecht war, war aufgrund Waldarbeiten, da kann man mal noch ein Auge zudrücken. Dann das Zweite, was auch wirklich sehr schlecht war, wie wir fanden, war das Thema, warum die Tour Rosentour heißt. Es gibt zwei Rosengärten und bei beiden Rosengärten, sowohl in Haigerloch wie auch in Rosenfeld, geht die Tour gar nicht vorbei. Es wäre beides mal möglich gewesen, recht einfach die Tour zu diesen Rosengärten zu leiten und dann letztendlich wieder zurück auf die eigentliche Route, um dann weiterzufahren. Beides Mal haben wir das nicht gemacht, verstehen wir nicht, ist uns letztendlich unerklärlich, warum das so gewesen ist. Dann hat man zum Beispiel auch in Rosenfeld die Altstadt komplett rechts liegen lassen. Man ist gar nicht durch die Altstadt gefahren, sondern dann durchs Industriegebiet, was letztendlich gar keinen Sinn macht. Das Gleiche, wo uns auch ein bisschen komisch vorkommt, war der Aufstieg nach den Steine Furthöfen hoch Richtung ich sag mal, Schwäbische Alb. Da ist man einen Anstieg hoch, den man auch hätte vermeiden können. Man hätte können direkt Richtung Isingen fahren, wäre auch kein Problem gewesen und hätte die Tour sicherlich noch viel schöner gemacht. Die Auswahl der Strecke an sich, sehr wenig Waldwege, das meiste waren geteerte Wege. Man muss auf jeden Fall ein Mountainbike haben oder ein Tourenrad. Mit dem Rennrad kann man es nicht fahren. So, da kann man jetzt drüber streiten, ob gut oder schlecht. Was eher schlecht war, war das Stück Hauptstraße nach Rosenfeld. Ja, ansonsten, wie gesagt, von der Tourdaten her, es sind grob 45 Kilometer gewesen. Wir schätzen so 500-600 Höhenmeter. Also ist doch auch ein bisschen anspruchsvoll, die Tour. Und ansonsten, ja, leider muss man als Fazit letztendlich sagen, gibt es recht wenig Positives zu berichten. Uns hat die Tour nicht wirklich gefallen. Vor allem hat uns gestört, dass eine Rosentour nicht mal am Rosengarten vorbeigeht, sondern beides mal die Rosengarten links liegen lässt. Ich weiß nicht, war es einfacher, die Schilder zu machen? Hätte man müssen zwei neue machen, was man dann letztendlich nicht gemacht hat? Oder was letztendlich die Gründe waren, bleiben uns jetzt mehr oder weniger, ja, wir können es nicht richtig nachvollziehen. Dennoch, fahrt's nach, bildet euer Selbstbild. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Wenn ihr Fragen habt zu der Tour, einfach in den Kommentaren posten. Und dann viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao.